Vielleicht erzähle ich gleich, also ich erzähle auch später dazu ein bisschen, aber eben spezifisch zu dieser Bienenmedizin. Aber vielleicht erzähle ich trotzdem, weil es ist ganz gut auch zu wissen. Also ich bin ja hier in Bayern geboren und meine Familie, also sozusagen es gibt zwei spirituelle Traditionen in meiner Familie. Die eine kommt von der väterlichen Seite, das ist mein Großvater. Und mit meinem Großvater habe ich die Wochenenden im Chiemgau verbracht. Mein Großvater ist jemand gewesen, der dieses alte Wissen hatte über die Plätze, wie die Plätze dort, die Kraftplätze gehegt werden, gepflegt werden, wie sie energetisch gehalten werden und vor allen Dingen eben auch mit den lebenden Wesen drumherum und den Energien. Das heißt also sehr viel mit Pflanzenwissen, Steinwesen, dem Zyklus der Jahreszeiten, aber auch den Tieren, die jeweils an diesen Plätzen gelebt haben und drumherum. Und da bin ich von klein auf, habe ich die Wochenenden mit ihm verbracht und bin in die Natur raus und habe diese Dinge einfach gelernt. Ich habe gelernt, wie man die Natur besingt, damit die Energien gereinigt werden und was die Plätze auch brauchen. Und vor allen Dingen auch, wie man mit den Spirits der Plätze so arbeitet, dass diese Wissenslinie nicht abreißt. Und ich würde sagen, unter der Woche bin ich dann eben ganz normal natürlich hier zur Schule gegangen. Das war ein bisschen kompliziert, weil meine Eltern eben, ich würde mal sagen, da nicht so offen für waren. Also ich habe das dann, es war eigentlich so ein paralleles Leben auch zwischen dem einen und dem anderen. Und ich habe mich also immer wahnsinnig auf diese Wochenenden gefreut. Und die andere Linie, in der ich aber nicht aufgewachsen bin, ist die Linie väterlicherseits, aber meine Urgroßmutter und meine Großmutter. Und diese Familie väterlicherseits kommt vom Balkan und aus Bosnien. Und weil das ein bisschen schwierig war in der Familie, ist diese Tradition nicht gelebt worden, aber ich bin dort hingefahren. Ich bin einmal durfte ich dort sein, länger mit meinen Großmüttern. Also es ist meine Urgroßmutter und meine Großmutter und ich habe einfach Großmütter immer gesagt. Und ich durfte mit ihnen die Zeit dort verbringen. Und das waren sogenannte Bienenmeisterinnen. Und so war ich einfach dort und habe auch Sachen dort machen dürfen. Und bin dann halt wieder zurückgekommen und es war aber eigentlich abgebrochen. Es war nicht so, dass ich mit dieser Tradition wirklich hätte arbeiten können. Meine Urgroßmutter ist eine sehr, sehr bekannte Seherin gewesen, die berühmt dafür war, dass sie eben zukünftige Aussagen sehr präzise treffen konnte. Da sind die Menschen von weit her gekommen und es war ein ganz kleines Dorf nur. Aber das war für mich eigentlich nicht zugänglich, dieses Wissen so richtig. Und so lebt man halt, wie man so in unserer Kultur auch lebt. Und es war halt bei mir immer sehr, ja, wie soll ich sagen, doppelbödig. Also ich habe eigentlich immer schon sehr stark in beiden Welten gelebt, mit jedem Fuß in einer. Also wirklich diese materielle Realität, der Alltag, das, was wir alle leben. Und auf der anderen Seite sehr stark die spirituelle Realität. Und dadurch, dass ich das von klein auf immer so gemacht habe, ist es für mich auch eigentlich nicht kompliziert gewesen. Es stellt aber schon die Dinge, sage ich mal, zunehmend in eine Herausforderung, weil die Welten nicht immer so kompatibel sind. Und somit habe ich dann natürlich auch immer abwägen müssen. Und je älter ich wurde, desto schwieriger wurde es. Noch dazu habe ich, mein Großvater ist dann irgendwann gestorben, und ich habe keinen Lehrer gefunden. Also ich habe sehr große mediale Gaben auch. Das ist nicht einfach, wenn man niemanden hat, der einem was dazu sagen kann. Man ist total allein gelassen. Und man muss mit den Dingen halt selber klarkommen. Und ich konnte nie wie andere Jugendliche in Diskotheken gehen oder in die Stadt gehen oder so normale Dinge machen. Und das hat mich eigentlich zunehmend strapaziert. Und mit 20 hatte ich dann so eine Situation, da war ich wirklich an so einem Scheideweg und habe dann einfach für mich beschlossen, dass ich diese Türe zumachen will. Dass ich keine Lust mehr habe, in diesen beiden Welten zu stehen. Und ich weiß noch, zog ein wahnsinniges Gewitter auf und ich sah wirklich so dieses Auge dieses Gewitters. Und ich habe wirklich mit meiner ganzen Wut und Verzweiflung hineingesprungen und habe gesagt, ab heute ist diese Türe zu und ich möchte nichts mehr hören. Und es war so, die Tür war zu, ich habe nichts mehr gehört, ich konnte es gar nicht glauben. Es war irgendwie auf einmal so still, das Leben war so wahnsinnig einfach und
Ich habe ein halbes Jahr gebraucht, bis ich dann so mich also wirklich getraut habe, das auch als neuen Zustand anzunehmen. Und es war Wahnsinn. Das war absolut für mich erstmal auch eine Befreiung. Und dann konnte ich so leben wie andere. Und dann habe ich eben auch mal Alkohol getrunken und habe diese Sachen gemacht. Und bin eigentlich dann, ich würde sagen, in so ein ganz normales Leben stetig hineingewachsen, auch durch meine Ausbildung und so. Und Schritt für Schritt ist das andere so zurückgeblieben. Und dann war es so, dass meine zweite Tochter geboren wurde. Und da bin ich, also bei der Geburt gestorben, da bin ich eben beinahe verblutet. Und da hatte ich eben, da war ganz klar, also ich war weg, ich war da unten. Und dann hatte ich eben die Kommunikation mit der geistigen Welt und dann sind wir da ins Gespräch gegangen und dann habe ich gesagt, also es ist mir vollkommen egal, ihr könnt mich total gerne mitnehmen, ich möchte gar nicht da zurück. Und dann hieß es, nein, so geht es nicht. Und also es waren harte Verhandlungen. Am Ende musste ich wieder zurück oder ich habe also auch mein Agreement gegeben. Ich hätte eigentlich gehen können, aber mit entsprechenden Konsequenzen. Und dann bin ich zurückgekommen, hatte eine kleine Tochter, eine neugeborene Tochter, einen Mann, der eigentlich nicht wusste, wer ich wirklich bin. Also so ein bisschen, aber nicht so wirklich. Und dann habe ich Monate gehabt, wo ich also schlimmste Zeiten hatte und es war klar, ich muss mein Leben einfach ändern. Und dann habe ich mich auch irgendwann hingestellt und habe gesagt, also zuerst zu meinem Mann, ich bin in Wirklichkeit so und das ist eigentlich noch viel krasser, wie es ist. Also ich habe die Sachen wirklich ganz klar hingebracht und ich habe gesagt, also wenn das nicht funktioniert, dann tut es mir leid. Also ich liebe dich, aber ich muss das, ich kann das nicht mehr anders machen. Und wenn du gehen musst, musst du eben gehen. Und er ist also nicht gegangen und wir haben das dann eben, ich habe dann, bin dann auf meinen Weg gegangen und habe diesen Weg dann einfach, wie soll ich sagen, eben sehr handfest ergriffen. Also es ist eben dann nicht mehr so, dass man nur Gaben hat und in diesen Gaben lebt, sondern dass man diese Gaben für andere möglich macht. Und hatte dann eine Initiation von einem grönländischen Schamanen. Darüber war ich, muss ich sagen, nicht sehr begeistert. Das hat vielfältige Konsequenzen gehabt. Aber es hat die Sachen einfach ganz klar auch auf den Punkt gebracht. Also da hatte ich dann eben noch mal viel weniger eine Wahl. Und so habe ich diesen Weg dann einfach gemacht. Und habe die Gaben, die ich hatte, eben entwickelt, ausgebaut, mir vor allen Dingen bewusst gemacht, am Bewusstsein sehr stark gearbeitet und mir das angeguckt und die Zusammenhänge, auch die alten Sachen mit den neuen verbunden. Und damit komme ich jetzt auch zum eigentlichen Thema. Wir sind dann an den Chiemsee rausgezogen, weil das ist eben auch meine Herzenslandschaft. Man sagt, das ist der sogenannte Ayami. Das ist die Landschaft, mit der wir verbunden sind, mit der wir ganz heil sind und die Kraft auch sozusagen, wo wir stetig in unserer eigenen Kraft verbunden sind. Ich habe also die Arbeit an den Kraftplätzen wieder aufgenommen, die Gesänge in der Natur und habe, das war eben dieses ganz Bewusste, das anzunehmen und zu leben und damit auch nach außen zu gehen und sichtbar zu werden. Bin dann am Chiemseestrand eines Tages entlang gegangen und bin in eine tote Biene getreten. Und die war zwar tot, aber der Stachel war aktiv und das war ein wahnsinniges Erlebnis, weil also jeder, der von einer Biene gestochen wurde, der weiß, was da passiert. Absolute Hitze, eigentlich Schmerz auch. Aber wenn man jenseits dieses Schmerzes spürt, was da passiert, das ist eine ungeheure Kraft. Sehr hell, sehr gleißend, elektrisch Hitze und das geht wirklich auch so durch den Körper. Und das hat sehr viel für mich frei gemacht, für diese Medizin der Biene. So dass ich eben diese alte Tradition aus der Linie meines Vaters aufnehmen konnte. Und eben auch, ich habe davor schon als Medium gearbeitet, also meine mediale Gabe ist auch sehr stark, aber mit den Bienen hat sich eigentlich diese Sehergabe vor allen Dingen dann auch entfaltet. Und dann kamen eben auch die Weisungen aus der Familie, also von den Ahnen in den Träumen, ganz konkrete Dinge, die ich dann auch mit den Erfahrungen, die ich gemacht hatte, verknüpfen konnte. Und so habe ich eben auch diese zweite spirituelle Linie eben einfach angenommen und bin sozusagen versucht täglich auch dem gerecht zu werden. Ich arbeite als Heilerin auch für die Menschen, habe das aber jetzt sehr reduziert, weil ich
viele Seminare auch gebe, weil mir eben auch das Bewusstsein sehr wichtig ist, das Bewusstsein der Menschen zu entwickeln, raus aus den Situationen des Alltags, wo wir auch sehr stark oft gebunden sind an Konditionen, aber auch in uns selbst, und diesen Weg eigentlich freizuräumen für die Menschen, sich selbst zu begegnen, in ihrer Kraft, in ihrem Licht und in ihren Möglichkeiten, in diesen Potenzialen.